Ja, liebe Leute, 3:1 Heimsieg gegen den BFC Dynamo. Ihr hört es, die tolle Stimmung hier in der Südkurve. Wir haben gewonnen durch Tore von Michael Seaton, Arthur Merkel und nochmal Michael Seaton. Die Berliner zwischenzeitlich rangekommen zum 1:2, aber dann war es letztlich Michael Seaton, der tatsächlich den Knopf dran gemacht hat. Genießt hier die Stimmen zum Spiel, genießt die Eindrücke noch aus der Kurve und wir sammeln jetzt noch ein paar Stimmen ein. Maximilian Bronicev heute 3:1 Heimsieg gegen den BFC. Ein ganz anderes Gesicht als noch die letzten Wochen. Glückwunsch erstmal zu dem Sieg. Wie hast du das Spiel gesehen? Dankeschön. Ja, ganz klar auch ein anderes Gesicht. Aber das habe ich auch vorausgewusst, dass so es passieren wird. Weil ich habe intern, wussten wir haben also eigentlich eine gute Stimmung gehabt. Wir wussten, wie wir es angehen wollen, wie wir spielen wollen. Und da habe ich mir... Also hatte ich keine Angst gehabt, dass es anders ausgehen könnte. Vielleicht Ergebnis, ja, kannst du mal verlieren. Aber die Art und Weise war ganz klar, dass wir heute ein ganz anderes Spiel zeigen. Und auf Dauer, sage ich mal, wird man so seine Punkte holen, die Fans mitnehmen. Und dann kommen auch gerne Leute ins Stadion für so ein Spiel. Und nicht, ja, wie vielleicht die letzten Wochen es war und nicht immer alles übereingestimmt hat. Ja, du hast gerade gesagt, ihr habt euch vor dem Spiel viel vorgenommen. Es waren noch einige Schlagzeilen zu hören. Wie war eure Woche? Wie habt ihr euch vorbereitet auf das Spiel? Ja, natürlich hat es ein bisschen gekrieselt, auch krieselt. Es ist nicht alles vorbei, natürlich. Man kann es nicht alles gut drehen nach einem Sieg. Man muss auch da realistisch bleiben. Ich sag mal so, wir sind auf einem guten Weg jetzt, vielleicht nach dem Spiel ein bisschen die Kehrtwende geholt zu haben. Aber nächste Woche geht es weiter. Da muss ich ein paar vorn stabilisierendes, konstant weitermachen. Und die Art und Weise ist das Wichtigste. So weiter fortführen und perfektionieren. Und dann, glaube ich, geht der Weg auch über Erfurt. Ja, tolle Schlusswort hätte ich jetzt fast gesagt. Vielen Dank dafür. Sehen wir uns nächste Woche in Luckenwalde und dann alles Gute. Dankeschön. Mario, welcome back today. You only had maybe 10 minutes to play, but how do you feel to be back? I feel amazing, man. I was so long time outside to touch the ground. Especially we win, especially for the fans. It's amazing, man. I miss this place. Are you 100% fit or is it a process? For coach put me so many minutes, it's a process, man. But if coach knows what you do, so what mean, everything is fine, it's no problem, no nothing. So what do you expect next week for Luckenwalde? What I expect? Of course win, man. Of course win. So this is what we expect just here. So I hope we will see you again with a victory, Romario. Okay, man. Thank you very much.